have one you say we need. It's a talk, he walks. Ich bin wieder Minecraft Survival Games, so wie es passiert, so wird's aufgenommen. Heute auf, da habe ich Highway. Können wir machen mal Highway, gehen da rein ein bisschen und so. Hab mittlerweile wieder einen random Nick, weil ich irgendwie keinen Bock mehr habe auf Michelle. Das hat sich ausmichellt. Und wie ihr sehen könnt, habe ich wieder neue Hotbounden gemacht, weil die letzte von gestern fand ich so ein bisschen mit den Sternen. Und dementsprechend habe ich jetzt hier ja, alles in Tittenkleckse verwandelt. Also wir haben 8 Tittenkleckse und einen Spermakleckse hier auf der 2. Liebe Leute, damit ihr auch Bescheid wisst. Und ja. Zudem habe ich halt jetzt noch ein paar andere Sachen wieder gemacht, unter anderem diesen runden Kreis da eben noch. Ist klar, dass der Rundkreis ist, dass der Kreis rund ist, so ist richtig, glaube ich, liebe Leute. Und dementsprechend, ja, hoffentlich gefällt es euch soweit. Andere Sachen werde ich noch verändern und ich habe den Bogen verändert. Ich habe auch ein gepixeltes Feuerzeug bekommen von euch. Vielen Dank an den guten Riesler, besser Rieslation, Riesamala Majoram. Sorry, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Nächste Folge werde ich den Namen richtig aussprechen, versprochen dafür auf jeden Fall schon mal. Und da finde ich sehr cool, dass du mir auch so viele Sachen zuschickst. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr auch was zuschicken wollt, bitte ab jetzt in 64x64. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder was heißt wichtig? Aber ich würde schon einheitlich bleiben wollen, ganz gerne. Und habe auch ein paar neue Essenssachen mit reingebaut. Mal gucken. Sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dazu dann. Und ansonsten, ja, ich war sehr verwundert, liebe Leute, in der letzten Folge, dass ihr geschrieben habt. Es gab vermehrt Kommentare tatsächlich. Dass die Musik sehr laut ist gerade bei mir. Oh, guck mal, er hackt sich in die Mitte. Oh, GG Hive. GG Hive. Wunderbar. Sieht man schon, dass das Chicken ist ein bisschen anders geworden. Nö, kann man da schon wunderbar sehen. Na. Komm ich hier auch angenehm durch. Alter, kann ich. Alter, wie lange ich brauche, um mit euch zu kommen? Ohne Spaß ist nicht mehr feierlich, ne? Hallo. Haben so ein paar neue Sachen eben jetzt. Okay, das passt ja gar nicht drauf auf die. Irgendwas, na, da backt noch ein bisschen was rum. Da muss ich noch ein bisschen was fixen, vielleicht bei der Bottle da. Aber mal gucken, gut. Gehst du da hin, dann hole ich mir dich mal eben. Nein, er überlebt. Es ist doch unfassbar. Och nö. Wie ich das hasse. Das hasse ich so sehr. Wir haben ein paar neue Items eben zugepackt, aber worauf ich eben hinaus wollte, dass ihr doch geschrieben habt, ich soll doch ganz gerne noch eine Runde spielen in Zukunft. Fandet ihr irgendwie besser? Und das fand ich sehr, sehr bewundernswert irgendwie, dass ihr das geschrieben habt, weil ich das doch eigentlich immer dachte, es wäre irgendwie andersrum. Aber momentan kommt eh halt nur eine Runde, aber natürlich versuche ich die trotzdem so irgendwie auf 10 bis 12 Minuten zu bringen, damit ihr eben vom Content her denselben bekommt, nur eben ein bisschen weniger Runden. Fahre ich momentan sehr gut mit irgendwie und finde ich auch ganz schön so. Dementsprechend, ja, mal gucken, ob wir das so beibehalten können in Zukunft. Ja. Und, ja, Mann, den Typ hätte man bekommen können auf jeden Fall. Der war ja schon so gut wie tot. Och, Menno, wie ein Fröhlich. Na, jetzt hat er schon das Sachen hier abgesnackt. Das wird jetzt, glaube ich, noch eine enge Runde hier werden. Mama, wieder Block hitten beim Dingens. Und ich habe auch ein paar Fragen natürlich von euch, die ich jetzt mal beantworten werde. Ich beantworte viele Fragen einfach mal so dann in den Kommentaren und beantworte nicht alle in den Videos. Und vor allem, ja, Sachen, die halt schon so oft gefragt worden sind oder die ich halt nicht mehr so gerne beantworten möchte in dem Video, werde ich natürlich dann auch einfach in den Kommentaren beantworten. Das ist, glaube ich, dann ganz klar. Aber es wird eine Frage, die immer wieder gestellt wird, die ich ganz gerne nochmal in dem Video beantworten möchte, und zwar die Frage: Wie bist du auf den Namen AnyArt gekommen von Stevey? Da gab es aber tausende Fragen in der letzten Folge auch, also das ist ganz, ganz krass immer mal wieder. Auf den Namen gekommen bin ich, weil ich persönlich finde, dass Spiele Kunst sind, deswegen AnyArt, alles ist Kunst, das ist so mein Slogan damals gewesen. Dementsprechend, das ist so ebenso das, was ich damit bewirken will, mit dem Spruch oder mit dem Namen vor allem auch. Also wir haben ganz guten Stuff, aber nur ein Holzschwert. Aber er leckt mir ein bisschen zu sehr auch rum in der Weltgeschichte. Vielleicht können wir ihn versuchen, nochmal gut wegzuhitten. Ja, haben wir nochmal eine gute Kombo rausgedrückt. Da ist der neue Bogen, by the way. Das ist der Bogen, den ich aktuell ausgewählt habe, noch ohne Animation. Also mit ne, grün, orange, rot und so. Aber ja, sehr gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Bogen. Und die Angel habe ich mittlerweile auch ersetzt durch diese Angel von diesem Respec. Die heißt, glaube ich, Lee heißt das. L-I-E-E. Da sind die Schwerter von auch irgendwie. Und ja, mal gucken, wie er da. Also irgendwie, der Bogen ist so das umschüttendste auf der ganzen Welt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, schön da drin gesessen gerade. Da wollte Feuer angeblich kommen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, wir haben auch einen Bogen bekommen gerade. Neben dem Feuer, das auch bei euch eigentlich ziemlich gut ankam, haben wir jetzt auch diese Angel hier. Und wir haben das Feuerzeug, liebe Leute, guckt euch das mal an. Ist das nicht süß? Ich finde das süß. Ohne Spaß, ich finde das echt ein bisschen süß so. Das Feuerzeug. Oder?
Ich finde das nice mit der Eule drauf und so ein richtiges Feuerzeug. Finde ich schon nice irgendwie. Das finde ich cool. Und die Angel? Naja. Die sehe ich auch zum ersten Mal jetzt gerade. Aber passt jetzt eben alles zusammen. Das war euch eben auch wichtig, dass eben alles zusammenpasst. Tut es gerade. Vielleicht kann man noch ein paar Kleinigkeiten verändern oder so. Sehr gerne könnt ihr ja auch mal aus dem Texture Pack Lee, also L-I-E-E, den Bogen, die Angel und das Schwert irgendwie nehmen und vielleicht mal ein bisschen verändern, sodass ich da was Geiles draus habe irgendwie. Würde mich auch freuen, wenn ihr das machen würdet. Würde mich im Kopf sehr gerne freuen. Habe ich auch da natürlich parat. Da ist irgendwo noch ein Typ. Wir haben auch ein Steinschwert. Nehmen wir doch mal das Steinschwert vielleicht. So. Mal gucken. Don't run away. Run away. Wie man es eben so kennt. Das ist, ja. Was für eine Ironie des Schicksals. So. Kann ich dem irgendwie das tun zu schreiben? Don't run away. Lächerlich. Hat er sich so einen Namen geholt? Don't run away. Dann run away oder wie? Was ist das für eine Sache? Ohne Spaß. Lauf nicht. Lauf nicht weg, lieber Kollege. Er läuft auch nicht weg. Ja, nice. Ein Herz, aber geschafft. Meine Güte, ey. Dann heißt der Don't Run Away und dann Run There Away, der Typ. Was ist denn da los bei ihm? Irgendwie sehr, sehr umstritten, dieser Name, wie ich finde. Entweder steht man dazu oder nicht. Aber so ist doch irgendwie ein bisschen crappy, oder? Also die neuen Items habe ich hier ein bisschen eingefügt. Wir sehen auch neue Eisen, neuen Diamant habe ich auch. Aber den ist Gott nicht dabei, irgendwie. So, neue Schuhe können wir eben Full Kette uns anziehen. Machen vielleicht nochmal hier eben so. Da ist irgendwo auch noch ein Typ hier hinter. Wo ist denn der? Da ist der irgendwo. Cupcakes haben wir weggeworfen. Okay, gut. Eisenwert haben wir auch noch incoming, gerade relativ gut. Und so können wir ins Deathmatch reingehen, würde ich sagen. Vielleicht gewinnen wir ja endlich mal wieder die Runde irgendwie. So, habe ich auch noch eine Frage, vielleicht schnell vor dem Deathmatch. Ja, wahrscheinlich. Warum zuckst du immer so, any art? Und ich denke mal, dass die Frage von Nico Kurzcipher. Ich denke mal, dass der meint, warum ich mit der Maus so zucke und nicht körperlich, oder? Ich hoffe es doch mal zumindest. Es ist so, wenn ich die Maus abhebe, dann geht die so ganz leicht nach unten und ich muss die öfter abheben, um wieder auf meine richtige Position zu kommen, wenn ihr versteht, was ich meine mit Position. Junge, das Stil wird hier raus, das ist mir ganz wichtig auch erstmal. Dürfen wir auch eigentlich locker easy peasy bekommen. Na, komm, meine Güte, war jetzt schon schwierig genug hier. Und dementsprechend habe ich da eben Folgendes und so, dass ich eben kurz abheben muss und dann, wenn ich abhebe, dann passiert eben das da, dass ich dann eben so ein bisschen crappy damit zucke. Das ist quasi so, ich hebe kurz ab und dann quasi will ich neu positionieren, dann passiert eben das hier, aber gut. Ist ein bisschen crappy, muss man da eben mit leben. Da ist noch einer, na, locker. Der ist auch sehr, sehr gut equipped, will ich mal behaupten. Ganz ist gerackt, den Typen. Und dann, locker Full Iron. Du bist nicht ganz Full Iron. Von daher, ja, bist nicht ganz Full Iron, lieber Kollege. Er hat ein Feuerzeug, das merkt man gerade. Ich merke es, ich weiß, er hat ein Feuerzeug. Das merkt man sofort in der Hand, in der Situation, wie er eben hier drauf geht gerade. So, mal kurz gleich mal essen eben. Wir sind, glaube ich, besser dran als er. Er heilt sich sogar. Ihr müsst aber trotzdem gewinnen. Wir gewinnen es nicht wieder. Nicht gewonnen. Das kann doch nicht sein. Er heilt sich einmal kurz vorher und dann... Och nö. Das ist doch kacke jetzt. Aber vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge war lang genug jetzt. Und schreibt mir in die Kommentare, was auch immer ihr wollt. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi.